Bei Huawei Technologies reiht sich Superlativ an Superlativ. Es ist das größte chinesische Unternehmen auf dem deutschen Markt. Ein Drittel der Weltbevölkerung nutzt die Technologien des Konzerns und seine Produkte unterstreichen eindrucksvoll die Vision der modernen Kommunikation. Nach der Gründung 1987 in China stieg Huawei zu einem der international führenden Anbieter für Telekommunikationslösungen auf. Netzwerkinfrastruktur, Rechenzentren sowie Tablets und Smartphones zählen zu den Kerngeschäften des Unternehmens. Im letzten Jahr entwickelte sich der Konzern zum weltweit drittgrößten Smartphone-Anbieter. In mehr als 170 Ländern beschäftigt Huawei über 150.000 Mitarbeiter. Davon arbeiten rund 1.700 in Deutschland, knapp die Hälfte von ihnen in Nordrhein-Westfalen. Die optimalen Rahmenbedingungen veranlassten Huawei 2007 dazu, seine Europazentrale von London nach Düsseldorf zu verlegen, an den Puls der Mobilfunkbranche in Deutschland. Ein weiteres Bekenntnis zum Technologiestandort Nordrhein-Westfalen zeigt sich in der Partnerschaft des Konzerns mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Im Signal Iduna Park arbeitet Huawei an der größten frei zugänglichen WLAN-Infrastruktur in einem Fußballstadion. Das Unternehmen betreibt in Deutschland eigene Forschungsaktivitäten mit bisherigen Gesamtinvestitionen von über 150 Millionen Euro sowie Kooperationsprojekte mit 19 deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen, darunter die RWTH Aachen. Große Investitionen tätigt Huawei auch weiterhin in Düsseldorf. Mit der Neueröffnung einer großen Unternehmenszentrale für Westeuropa und Deutschland, in der bereits 650 Mitarbeiter arbeiten und die weiter ausgebaut wird. Ein Unternehmen der Superlative an einem Standort der Superlative. Die bedeutenden Investitionen und hervorragenden Zukunftsaussichten machen Huawei Technologies im Jahr 2014 zum Preisträger des NRW Invest Awards.